Alpinfreunde, ich möchte mit euch schnell nochmal an das Volk. Hier gibt es das Volk, ist es ja kein, diesen Bienenhaufen. Den habe ich hier reingetan in die Beute, weil die zurückkamen und sind immer noch ohne Königin. Ich habe jetzt gestern, weil es schon zu lang geht, ich habe anfänglich links und rechts eine Futterwabe reingehängt, habe ich im Video gezeigt bzw. erklärt. Und die Bienen sind da schön eingelaufen, haben keine Königin. Aber diese Futterwaben, die halten halt auch nicht ewig. Deswegen habe ich jetzt gestern, noch weiß ich nicht, ob meine Königinnen, die angekommen sind, ob die auch begattet sind. Deswegen habe ich jetzt gestern hier ein bisschen Futter aufgelegt, weil die sollen ja nicht darben. Brauchen auch ein bisschen was. Und dann kann man immer mal wieder am Flugloch schauen, wie es den Bienen so geht, wie sie sich fühlen. Die kontrollieren das Flugloch recht gut. Da kommt nichts anderes rein, das ist groß genug. Eine Biene breit reicht denen, ist keine Brut und nichts. Aber man sieht ganz klar, dass denen was fehlt. Eben die sogenannte Weiselunruhe ist immer noch vorhanden. Nun ja. Bei der Gelegenheit will ich jetzt auch noch ein paar andere Völker mir anschauen, wie es denn aussieht. Die brauchen noch ein bisschen. Noch. Naja, so schnell werden sie nicht drohnenbrütig. Es dauert noch eine Weile. Aber ich muss auf jeden Fall eine Lösung finden. Ewig lang kann das so nicht weitergehen, sonst werden sie drohnenbrütig. Und das macht auch keinen Sinn. Also ich muss mal was einfallen lassen, auf jeden Fall. Aber erstmal zu anderen Völkern noch. Ich will euch da was zeigen, weil es macht keinen Sinn, jetzt um diese Jahreszeit Völker nur zu öffnen, um reinzuschauen, was denn da so geht. Ich zeige euch mal was. So, jetzt hat. Ja, den geht's dann gut. Das freut mich. Und zwar folgendes. Um diese Jahreszeit, wir haben jetzt den 8. Oktober, um diese Jahreszeit sollten natürlich die Völker alle aufgefüttert sein, auf Winterfutter, alle überprüft sein. Die haben ihren Wintersitz schon ziemlich eingerichtet, haben sich zumindest gut vorbereitet. Aber ob jetzt mit dem Volk immer noch alles in Ordnung ist, da gibt es so einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Und zwar mit einer der Tricks, ist keine hundertprozentige Aussage, und zwar auch die Analyse des Polleneintrags. Nehmen wir uns mal ein Beispielvolk. Einfach eine Weile beobachten, was so geht. Da sieht man auch den Polleneintrag. Und Polleneintrag bedeutet, also gerade wenn es in der Menge ist jetzt zum Beispiel, kommt auch wieder ein bisschen auf die Uhrzeit an. Gut, okay, wenn die Bienen keinen Pollen finden können in der Umgebung. Es gibt ja solche Gegenden, wo sie keinen Pollen finden können. Aber wenn es in der Umgebung auch noch Pollen zu finden gibt, dann finden sie Bienen. Und Uhrzeit, wir haben jetzt mittags 14.30 Uhr. Um die Zeit müssen sie eintragen, wenn es Pollen gibt. Auch wenn Pollen in der Beute vorhanden ist, auf den Waben, sie tragen trotzdem lieber frischen Pollen ein, wenn sie Pollen bekommen können, wenn sie an Pollen rankommen. Und ich kontrolliere dann, um diese Jahreszeit kontrolliere ich den Polleneintrag. Jetzt will ich gerade mal nachschauen. Und wenn dann bei einer Kontrolle
der Polleneintrag zu gering war, wenn da vielleicht mal ein Bienchen reingeflogen ist innerhalb von 3, 4, 5 Minuten, dann ist mir das zu wenig, also ein Bienchen mit Pollen. Dann mache ich an der Seite der Beute mache ich ein Zeichen, Pollen, Fragezeichen, und gehe dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal hin und kontrolliere. Wenn ich jetzt hier das voll kontrolliere und sehe, also der Polleneintrag, der stimmt auf jeden Fall. Also kann ich dieses Zeichen wieder wegmachen. So. Wenn ich dann bei der Nachkontrolle, hier habe ich auch Pollen fraglich, mal nachschauen. Also man sieht, es kommt Pollen an. So, also das ist als Polleneintrag akzeptabel. Das kann ich jetzt zum Beispiel akzeptieren. Das ist okay, das ist in Ordnung als Polleneintrag. Manchmal sieht man den Pollen an den Beinchen der Bienen nicht, weil sie so schnell raus und reingehen. Und manchmal purzeln sie übereinander und manchmal ist der Pollen einfach dunkel, kaum zu sehen. Dann ist natürlich auch wieder gut, wenn man eine Kamera hat, wenn man das nachher anschließend dann diese Filmsektion nochmal sich in groß ansehen kann zu Hause, auch vielleicht mal langsam laufen lassen kann, um hier ein eindeutiges Ergebnis zu haben. Aber wenn ein ungenügender Polleneintrag vorhanden ist, dann stimmt um diese Jahreszeit, dann stimmt was mit dem Volk nicht. Auf gar keinen Fall. Hier bei dem Volk kann ich jetzt auch wieder wegmachen. Das passt bei denen. Und ansonsten gehe ich ins Volk nicht rein, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Jetzt hier sehen wir zum Beispiel, hier sind noch die Futterzargen drauf. Die haben beide noch 3 Kilo Futter gehabt zu bekommen. Und ein Fragezeichen dabei. Das heißt also, bei der letzten Kontrolle vor einigen Tagen hatten die das Futter, beide hatten das Futter noch nicht abgenommen komplett. Das heißt, hier werde ich überwachen, ob die Futterabnahme überhaupt in Ordnung ist. Haben wir hier Pollenschwäche? Nein, hier ist keine. Hier ist auch keine vermerkt, sonst wäre es auf der Beutenwand außen vermerkt. Also Pollenschwäche ist keine vermerkt. Das muss jetzt nicht sein, nichts heißen, wenn sie das Futter etwas langsamer abnehmen. Muss nicht unbedingt was bedeuten, aber es ist ein Hinweis, auf den man achten sollte. Weil, wie gesagt, mein Zielfutter, mein Winterfutter liegt bei 20 Kilo. Mit 17 Kilo, also das, was denen noch gefehlt hat, jeweils 3 Kilo. Mit 17 Kilo kommt ein Volk bei uns in unserer Gegend auch locker durch den Winter. Letzten Winter oder das letzte Frühjahr, da wäre es schwierig gewesen, ohne Nachfüttern. Aber 17 Kilo reicht für ein zweizeitiges Volk auf jeden Fall. Und schauen wir uns doch gerade mal schnell den Flugbetrieb an, ob da jetzt auch wirklich Polleneintrag da ist, obwohl hier das Futter nicht so ganz ideal ist. Man sieht also, der Polleneintrag passt, das ist in Ordnung.
Also voraussichtlich ist mit dem Volk alles in Ordnung, alles okay. Braucht man nicht näher nachzuschauen. Und wie gesagt, auch 17 Kilo reichen, dass die über den Winter kommen. Jetzt bei denen zum Beispiel, die haben schon die Futterzwerge weg. Das heißt, die haben ihr Endgewicht. Hier fehlt noch ein bisschen. Da ist schon voll. Hier fehlen noch 2 Kilo. Die dürfen noch umtragen. Die haben ein bisschen Futter drin, dürfen noch umtragen. Die haben auch schon alles in Ordnung. Das hier war ein Ableger, den ich erst im Sommer auf hier hergestellt und auf 2 Zagen gemacht habe. Die hatten noch 4 Kilo einzutragen. Könnte jetzt gut sein. Die sind schon auf normal auf Wintergewicht aufgefüttert. Deswegen ist hier auch schon die Folie drin. Die Futterzarge ist schon leer geräumt worden von den Bienen. Habe ich schon leer räumen lassen und habe es nur hier noch die Futterzarge drauf, damit wir hier ein einheitliches Niveau haben für die Abdeckung. Es ist ein bisschen bequemer, das alles. Ja, so geht es jetzt langsam in den Winter. Und meine Bienen fliegen kräftig. Ich zeige euch da mal ein paar davon. Aber ihr wisst ja, meine Bienen sterben alle. Aber ich zeige euch mal ein paar davon. Ich glaube, das reicht. Meine Heter drehen sonst am Rad. Das verstehen die nicht. So, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video helfen konnte, würde es mich freuen. Wiegt eure Völker. Gerade jetzt wäre es ein Grund, wirklich mal vom Gewicht auszugehen. Das heißt also, jede einzelne Beute das Gewicht festzustellen anhand von so einer Kofferwaage. Wenn er keine Bienenstockwaage drunter stehen habe. Denn jetzt, also zumindest bei unserem Klima, jetzt wäre noch die letzte Gelegenheit, noch ein bisschen Futter reinzubekommen in die Völker. Klar, es gibt noch Notlösungen. Es gibt Notlösungen. Wenn man gar nicht mehr das Volk richtig auffüttern hat können, gibt es noch Notlösungen. Aber warum eine Notlösung, wenn man es gleich richtig machen kann, aus dem Grund, puh, ach komm, ich zeige noch ein bisschen was. So, that's it. Das ist das Volk mit dem Bienenkorridor. Die haben sich auch prächtig entwickelt. So, geärgert genug. Ich würde sagen, das Video lasse ich jetzt mal zu Ende gehen. So, jetzt sehe ich besser, was ihr seht. Das Video lasse ich jetzt mal zu Ende gehen.
Die Völker sind alle gut überprüft, alle gut aufgefüttert. Jetzt die Pollenunsicherheit ist auch noch geklärt, deswegen bin ich jetzt hier am Stand gewesen und dachte, ich nehme euch mit, um euch das mal zu zeigen, was für Kontrollinstrumente ich verwende, ohne dass ich die Beuten aufmachen muss, weil ich will nicht gern ein Volk um diese Jahreszeit aufmachen, wenn es keinen Grund hat. Wenn es einen Grund hat, selbstverständlich sofort gnadenlos, das muss dann eben sein. Aber wenn ich andere Kontrollinstrumente habe und kann die anwenden, tue ich's. Aber das mit den Fluglöchern, mit den Bienen, lasst euch da mal nicht täuschen. Weil ihr wisst ja, meine Bienen sterben alle. Jetzt machen wir das Video zu Ende.